Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von diesem wunderschönen Spiel Vampire Survivors, so hieß es. Ja, wir haben letztes Mal noch einen Run gemacht, war jetzt nicht so erfolgreich tatsächlich. Jetzt überlege ich gerade, Pascalina nochmal den anderen Run machen. Nochmal hier auf Inlaid Library, eigentlich nicht, oder? Ich würde tatsächlich, wir haben hier noch mit Crotchy, wer ist Crotchy? Okay, habe ich noch nicht. Get Fire One. Lass uns erstmal normalen anderen Run nochmal machen. Lass uns mal Imelda machen. Ich glaube, die müssen wir nämlich auch noch pushen. Den einen Skill. Und dann gehen wir mal hier hin. Und dann werden wir diesen Skill erstmal pushen. Ne, auf 7, glaube ich. Um einfach das freizuschalten. Hat die mehr XP bekommen? Ja, ne? Ich glaube, die hat mehr XP bekommen. Magic Wand. Na, mal schauen. In der anderen Library kriegt man natürlich aber deutlich deutlich mehr XP. Also kriegt man schneller Level-Ups und mehr einfach zu leveln. Jetzt noch einen Rune Tracer dazu. Ich würde gerne Lightning nutzen. Ah, ist so geil. Zwei Attacks schon, ja. Scheinbar. Mal ein bisschen stehen. Noch sehr einfach. Denn ich möchte gerne unser Luck erhöhen. Ich weiß nicht, ob wir es in diesem Run hinkriegen. Hallöchen, kleine Fledermaus. Ich hätte gerne deine Kiste. Ja, wir brauchen Garlic. Ein bisschen Knoblauch wäre nicht schlecht. Nein! Ich wollte ja nicht mitnehmen. Egal. Gut. Ein bisschen Gold bekommen. 10 Gold. Schön. Lightning Ring. Hat aber noch keinen Area Attack, ne? Der kommt scheinbar erst noch. Ja, ich habe leider keinen Garlic. Gegen die Viecher kann ich noch nichts machen. Noch keine Chance. Ein bisschen Geld, perfekt. Sieht nicht so gut aus, muss ich sagen. Und es geht noch sehr, sehr langsam. Das ist halt nicht so geil, ne? Sehr langsam, keinen richtigen AOE. Aber halt schon sehr, sehr viele Gegner. Habe ich eigentlich die Flare? Ja, habe ich gekillt, ne? Die hatten mir nur einen roten Gem hinterlassen. Leider keine Kiste. Hier würde ich auch sagen, dass. Obwohl, der macht nur 11 Schaden, der Thundering. Ist jetzt nicht so strong. Sollte ich aber erstmal behaupten, der Thundering macht noch ein bisschen mehr Schaden als mein Magic Wand. Auch relativ zeitnah bekommen. Ich kann auch den Knoblauchtypen mal nutzen, finde ich auch nicht verkehrt. Haben wir nicht gleich am Anfang Garlic und dann haben wir wahrscheinlich eine höhere Chance,
vielleicht das Upgrade zu bekommen dafür. Aua. Also, das ist noch nicht so schön. Bisher nicht so gut der Run. Gleich kommen wieder die Flume und der Mantis. Oh, viel XP, schön. Kein Schaden, wa? Keine Verbesserung. Kein besserer Luck. Eieiei. Und mein Fire One wurde verbessert und 84 Gold, na immerhin. Immerhin 100 Gold dazu bekommen. Hilft uns natürlich nicht viel, wenn wir gleich sterben, ne? Und nice Rune Tracer. Magic Wand. Tja, noch eine Waffe. Ah, ich finde Rune Chaser schon wichtig. Muss ein bisschen mehr Schaden machen, ne? Na, ich hätte auch den Blast irgendwo verbessern sollen. Den Magic Wand. Rune Tracer bringt auf 1, glaube ich, nicht so viel. Egal. Jetzt haben wir es genutzt. Jetzt ziehen wir es durch. Lass mal gerne den Mantis killen wollen. Getan. Wieder nur eins. Aber ich glaube, übrigens mehr Geld, ne? 80? 82. Und? Was haben wir da? Was ist das? Magic Wand. Ah ja. Mhm. Ja, hätte ich jetzt schon noch einen auf einen höher. Hätte wahrscheinlich noch ein nächstes Projektil bekommen. Mhm. Wenn ich schon gegen diese paar Fledermäuse Probleme habe, ne? Nach 6 Minuten, dann weiß ich auf jeden Fall, dass das kein richtig guter Run wird. Ah, hätte ich mal noch den Wand geskillt. Ah, ärgerlich. Naja. Wahrscheinlich werden wir den woanders leveln müssen. Hier ist einfach schwierig. Auch kein Garlic, ne? Kein Garlic. Wahnsinn. Aber dafür ein Thundering, das war auch schon okay. Fand ich bisher echt nicht verkehrt. Ich würde ihn gerne noch ein bisschen verbessern wollen, aber... will einfach noch nicht. Und um links sehe ich auf jeden Fall, dass wir 6 Slots für Waffen haben. Das heißt, wir können pro Run maximal 6 Slots, 6 Waffen nutzen. Und 2 passive Skills. Wenn ich meine Beobachtung mal teilen darf mit euch. Wir killen zwar ein paar Gegner, aber ich kriege die Erfahrung nicht, ne? Die einfach irgendwo gekillt werden. Bei der Thundering, die schon gut killt. Aber halt nicht bei mir. So, in 30 Sekunden kommen die roten Fledermäuse. Mein erster Attack, oh no.
Kill ihn, los. Nein, kein guter Run. Wirklich nicht. Der sieht leider nicht gut aus. Aber ich würde ganz gerne mal diese Fledermaus killen wollen. Wie sieht's denn damit aus? Hat die Fledermaus noch Bock zu sterben? Oh oh. Sie hat Bock, aber sie hat keinen Bock, mir eine gute Treasure Chest zu geben. Na, immerhin. Das ist bestimmt jetzt auf 6, oder? Noch ein extra Projekt hier? Naja, besser wird 5 erst. Und gleich wieder Level Up. Haben gerade einen roten Gem kassiert. Na, besser wird höher, ist nicht verkehrt. Wir schießen ja ordentlich Projektile davon. So, Level 6 von dem Wand. Ein Level bräuchte, oder eine Verbesserung brauchen wir davon noch. Trotzdem, okay, haben Auto-Aim, die Dinger. Macht gut Schaden. Kann ich mit leben. Gerade die fände ich, wäre echt cool, wenn die einen HP-Balken kriegen würden. Die Champions, das wäre echt nice. Müsste von links gleich wieder kommen, ne? Da ist er. Das ist ganz cool, dass das wirklich so immer im Kreis läuft. So wie Bernd das Brot, ne? So Bernd Brotmäßig. Bernd das Brotmäßig. Oh. Brauchen noch ein bisschen mehr. Hat es leider nicht viel gebracht. Alter, wie viel Leben die haben, bitteschön. Geh ich ja niemals down. Diese Massen an Fledermäusen. Ein Level bräuchte ich noch für den Blasting Wand, fürs Magic Wand. Wie auch immer es heißt. Da Thundering aber nur Level 1 sein wird, werden wir auf jeden Fall mit dem Dings mehr Schaden machen. Mit unserem. Was muss da durch? Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt! Oh nice, Geld. Hat er gerade Geld gedroppt einfach so? Als ich ihn angegriffen habe? Ja, Mann, das soll doch einfach nur sterben. Gib mir das Kistchen, was du da bei dir hast. Auch schön, dass er schnell ist. Das heißt, er geht nicht in der Masse unter. Bedauerlicherweise geht die Kiste in der Masse unter. Müsste die Kiste jetzt aber nicht... Okay, die Kiste bleibt dort. Nur die Gegner werden interessanterweise... Mist. Sehr ärgerlich. Ich komme an die Kiste nicht mehr ran. Ne? An die Kiste, die ich so hart erkämpft habe. An die werde ich wahrscheinlich nie wieder rankommen. Ah, wirklich, ey, zum Kotzen ist das. Nichts freigeschaltet, gar nichts. Na, Lightning hat ein bisschen gemacht, Firewand war noch stärker. Oh Mann, ey. Das bisschen Geld, was wir da haben, das reicht nicht, ne? Ne. Dann würde ich sagen... Imelda, aber bitte in der Inlaid Library. Bis sie einfach gleich am Anfang kommen. Wir brauchen ein bisschen mehr Experience. Oh, heftig, Alter. Ich hätte den Blasting One einfach upgraden sollen. Schade.
Also ein bisschen mehr Experience. Na, gib mir die. Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich hätte gerne Garlic. Garlic sind wie selten gerade. Ich mich auch gerade aufzunehmen, gibt mir immer kein Garlic mehr. Attract Orb. Boah, warum nicht? Höhere Reichweite ist einzusammeln. Perfekt. Flup. Ohne Garlic tatsächlich sieht schwierig aus, ne? Mit Garlic würden wir die alle one-hitten. Naja, two-hitten. Wäre schon deutlich angenehmer. Naja, keine Ahnung. Wir haben keinen Bock mehr, um was zu geben hier. Movement Speed Bomb. Oh, halten die Attack aus? Nee, ne? Nee, nee, nee. Halten keine Attack aus. Nehme ich mit. Zack, zack. Haben wir kleine Medusas. Ich habe nichts gegen Wasser, ne? Boah, dieses Hero ist aber auch scheiße, finde ich. Weiß nicht, ob es an ihm liegt, aber irgendwie kriegen wir nur Kacke hier. Mit dem Hero. Aber ich will halt gleich den Dings auf 1 nutzen, ne? Den Blasting und den Wand hier. Aber ich glaube, ich will auch kein Geld ausgeben. Ich hätte auch irgendwie Bock, mir einen neuen Char zu kaufen, aber ich möchte nicht. Also ich kann das Geld nicht ausgeben dafür. Das geht noch nicht. Echt nur Rotze hier. Checkt auch bringt mir halt nichts, ne? Sechs Gold haben wir bisher schon gesammelt. Mensch. Richtig gut für den Run, ne? Und die werden irgendwie schneller. Tja, die will ich an die Down kriegen. Der wird doch nie im Leben sterben. Ohne Lightning Ring und Rune Tracer wird nix. Nix passiert, wird hier passieren. Zack, zack. Zack, zack. Ah, ah ja. Haben wir den Cooldown ein bisschen reduziert. Oh, meine Hände wieder mit eiskalt, ey. Mein kleiner Finger und mein Ringfinger sind total kalt, weil ich immer nur Mittelfinger weh. Wenn ich. Doch, mein. Nee, nicht der Ringfinger. Welcher Finger ist denn das? Gott, siehst du? Bin schon zu doof dafür. Mein kleiner Finger. Ist arschkalt. Keine Bewegung dafür ihn. 7 Gold, das ist echt ein bescheuerter Run, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, es liegt echt am Hero. Der ist einfach nur Grütze. Wenn ich gleich mit dem Rune Tracer hier nochmal durchgehen. Ah, kannst du. Der macht keinen Spaß hier. Gegner kriegst du nicht down. Dauert ultra lange. Kriegst echt nur Müll, oder? Was ist denn los? Ja, ja, haben Glück, dass noch nicht so starke Gegner kommen, ne? Bei 4,5 Minuten, 5, werden wir schauen, was gleich kommen wird. Zick, zick. Aber die werden immer schneller, habe ich das Gefühl. Eieieiei. Aber solche Runs muss es halt auch geben, ne? Totale Grützen-Runs.
Naja, vielleicht wird es noch ein guter Run, wer weiß das schon. Man kann nie wissen, was alles kommt. Aber eins weiß ich sicher, es kommen immer mehr Gegner. Aber wir kriegen schon ein Level wenigstens hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, da ist die Treasure Chest und ich bin jetzt im verfickten Tisch hängen geblieben, Alter. Boah. Komm. Wir machen es jetzt mal richtig. Spielen wir jetzt mal ordentlich, ja? Bitte. Kannst ja keinen was angucken, ey. Finde ich irgendwie nicht geil, ne? Das Cross. Muss ich sagen, gefällt mir nicht so. Hätte ich jetzt lieber einen anderen Skill genommen, aber gut. Ich ja nicht, warum ich die ganzen anderen Runs kein Garlic bekommen habe. Kann sein, dass die anderen Heroes das nicht kriegen können? Ich spiele einmal beim Rune Tracer, mit meinem Lieblingshero. Bisher tatsächlich mein Lieblingshero. Wobei der Garlic Dude halt auch mega gut ist, ne? Denke ich. Aber wir werden erstmal ein bisschen Geld sammeln. Dann das Luck verbessern und dann können wir uns einen neuen Hero holen. Rune Dresser auf 2. So einfach kann es gehen, ha? Huh? Dann wird es wahrscheinlich eine 40-50 Minuten Folge, wenn ich wieder so viel Glück habe und den Freeze-Shot kriege. Schauen wir mal. Schade, dass ich die Kiste gar nicht bekommen habe. Das ärgert mich ein bisschen. Das Gold ist mir schon wichtig. An den Birdie müssen wir auch noch hochkriegen. Vielleicht kriegen wir es hier auch, auch hin. Wir haben das Cross jetzt aber allerdings als Waffe. Finde ich jetzt nicht so schön. Bisher ist es irgendwie nicht so geil. Aber... wer weiß, was das noch macht. Vielleicht springt es von jedem Gegner zum anderen, wer weiß das schon. Na? Ist ja Boomerang-mäßig. Er springt ja einfach irgendwann über alle Gegner hinweg. Okay, Rune Chest ist einfach beste Hero. Bisher. Gerade hier kriegen wir so viel XP, ne? Oh, das ist ja schwierig. Naja, Rune Tracer ist wichtiger. Na, der hat den meisten Schaden gemacht, glaube ich, letztens. Den werden wir pushen müssen. Bisschen Futter unten. Den Orb hätte ich gerne noch, diesen Attract Orb. Boah, schwierig. Ich denke, er will mit Max Leben gehen, oder? Oder Pumarola vielleicht mal versuchen zu maxen. Wobei ich glaube, das nichts Größeres bringt, oder? Alle 10 Sekunden also ein Leben. Du hast jetzt vieles? Naja, ich denke nicht. Ich denke nicht, wenn wir die 17 Schaden so pro Attack machen. Dann bringt mir da 0,1 pro Sekunde nicht viel. Oh, da haben wir da unsere kleine Mumie. Psst. Nicht Schaden machen. Böse, böse.
So, was machen wir jetzt ein hier? Und hier erstmal noch, wenn ich gleich mal dieses Wing sehe, diese 10% mehr Movement Speed, super wichtig mitzunehmen. Advanced Cross erstmal verbessern, würde ich sagen. Let's go. Bisschen mehr Schaden, finde ich gut. Es hat halt keine Haltbarkeit, was das angeht, wenn sie Gegner hinter mir trifft. Na, das ist ganz praktisch. Wenn ich jetzt hier den angreife, geht es halt zurück und trifft alle, die da sind. Das ist halt ein Vorteil, ne? Ist tatsächlich nicht so schlecht an dem Ding, aber es greift halt immer nur das... Oh. ist halt immer im Rücken eher, ne? Rune Tracer, nice. Und 66 Gold. Noch ein bisschen Base Damage dazu. Echt, Alter. Echt nur Rotze hier, oder? Ja, Spellbinder ist okay, aber ich hätte jetzt gern was anderes. Lightning jetzt ganz gerne wieder. Armor, ich bin ja noch nicht einmal genutzt, ne? Wird sich auch verarscht verkommen. Ja, zwei war sowieso unnötig. So, 5 Minuten sind wir. Kommt jetzt wieder mein Musikant hier. Oh, ne, neue Mumie, okay. Erstmal einen Rune Tracer maxen. Noch habe ich meine Wings nicht, ne? Die sind aber noch wichtig. Weiß nicht, wann genau die nächsten explosiven Viecher kommen. Da wäre schon wichtig, wenn ich die demnächst mal kriegen würde. So, Garlic ein bisschen. Fires one more projector. Naja, erstmal Garlic ist wichtiger. Ein Track Drop, da ist er ja. Nice, ein bisschen Gold bekommen, sehr schön. Na, so kriegen wir deutlich einfacher die Level. In diesem Level kriegen wir deutlich einfacher Level. Und da wieder weggebounced wird. Wir brauchen besseres Luck, ne? Eins ist zu wenig. Da liegt, ne? Aber hin. Das ist doch schön. Ah, das Cross. Na, da sind sie nämlich. Scheiße. Und ich habe noch keinen Speed-Up. Okay, wie viele sind hier? 5? 4? 4 oder 5 sind hier. Oha, Alter. Gut, Rune Tracer nochmal höher. Nice. 174 Gold. Wo ist der nächste Boss? Hätte ich ganz gerne mal. 7 Minuten sind wir gleich, wird wieder was passieren. Wer kommt jetzt? Wieder eine Wand von Gegnern. Durch die Runetests ist es ganz cool, dass die ganzen Ständer jedes Mal gekillt werden.
und dass ich so sehe, was da drin ist und easy einfach mal ein bisschen Leben oder so mitnehmen kann. Ja, das, was im Boden liegt, nehmen wir mit. Garlic! Let's go! Ja, auch leider kein guter Run. Wir brauchen nämlich unseren Eisschuss. Den haben wir bisher noch nicht. Und wir haben auch keine Wings. Auch sehr, sehr, sehr schwierig. Finde ich, dass es etwas schwieriger werden könnte. Ohne diese Skills. Oh, das ist ein dicker Baum. Habe ich gesehen. Oder weiß gar nicht, was sein sollte. Giftwolke. So genau kann ich das nicht identifizieren. Oh, schon tot. Leider keine Chest. Ärgerlich. So, jetzt haben wir zwei Kreuze. Und alles hinter mir wird gekillt, ne? Mega gut. Oha, okay. Na, Schaden ist nicht verkehrt. Nicht bad, tatsächlich. Er ist wirklich nicht schlecht. Nicht zu verachten. Jetzt wäre so ein ja, jetzt wäre so ein Orb nicht verkehrt, alles einzusammeln. Alter, wirklich alles durch, ne? Holy shit. Jetzt unten alles weg. Und jetzt da alles weg. Okay, das Ding ist schon nice. Mal wieder was Rotes. Ein rotes Ding. Base Damage um 10 erhöht, ja, nicht schlecht. Wieder ein rotes. Ich weiß gar nicht, wo die rote mal herkommen. Bin auf jeden Fall mega viel. Ich würde gerne mal rechts lang laufen. Hier sind einige davon. Magic Wand oder Pick Up? Ja, ihr könnt die Rate ein bisschen erhöhen. Um mal ja das einzusammeln. Immer noch keine. Oh. Immer noch keine Dings, ne? Keine Wings. Tja. Tracked Orb. Ich weiß nicht, warum ich jetzt so viel bekommen habe. Keine Wings. Unglaublich. Aber hey. Finde ich gut, tatsächlich. Ich fände es schöner, wenn sie noch in diversen verschiedene Richtungen geschleudert werden würden, die Crosses. Ein bisschen Gold. Hier haben wir den. Haben wir. Ach doch, den haben wir schon gekillt, war den. Oh, nice Chest. Garlic auf 7. Dieses Riesengehirn da haben wir schon gekillt gehabt. Das Grüne. Ja, das Attracted Orb auf Level 5, 4. Pickup Range um 20 erhöht. Naja. Ist ja eine Sammelmission, statt weit zu kommen, ha? Aber gar nicht mal gut Schaden. Und Psiu! Psiu! Mhm. Schön, dass wir sie. Na, links und rechts bitte. Danke, aber. Wird leider gleich enden, denke ich. Ah, mir fehlt das Frost halt, ne? Der Frostschuss, wo ich einfach immer in die Gegner reinlaufe.
Ich habe aber eigentlich noch Platz frei für neue Skills, ne? Trotzdem gibt die mir sie nicht. Unglaublich. Da haben wir ein bisschen Geld. 248, naja, immerhin schon ein bisschen was. Wir haben auch 3 Kisten bisher schon gehabt, ne? Aua, die haben viel Leben. Njong. Njong. Alles hinter mir weggekillt. Sehr schön. Hat aber viel Leben. Meine Güte. Glaubst du mal bitte irgendwann? Wir müssen ja mal rechts anlaufen, denke ich. Wir werden da so viele Bubbles haben. Danke. Wieder nur eins. Unglaublich, oder? Dieses Puma-Roller-Dingensen. Wie hieß es? Puma-Roller, ja, tatsächlich. Genau so hieß es tatsächlich. Gut, dann werden wir erstmal nach rechts laufen. Nochmal kurz 20 Level holen. Und vielleicht sterben auf dem Weg dahin, wer weiß das schon. Oder ist wieder ein neues Monster? Perfekt. Cool, dann reduzieren. Bitte auf den da. Danke. Gut, wir werden erstmal da hinten langlaufen. Garlic auf 8. Könnte Maximum sein, ne? Ja, ist okay, weil wir Garlic haben, ne? Sonst wäre der Run wahrscheinlich auch schon lange erledigt. Wir haben trotzdem keine Wings bekommen, ne? Bisher überhaupt nicht. Weiß nicht, ich werde es mal skillen, oder? Let's go. Unglaublich. Hör mal, Armor machen. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich Armor skille hier in dem Game. 14 Minuten kommen wahnsinnig viele Gegner. Okay. Gut zu wissen. Zwar so viele Gegner, dass ich ohne Dings wahrscheinlich gar nicht vorankomme. Ohne. Oh, naja, doch, komm gut. Können sie gut killen. Und sagen, ohne den Freeze-Shot. Aber doch, doch. Ah ja. Vielleicht wollen wir den mal fokussen. Ah, die Crosses sind leider sehr, sehr, weiß ich nicht, sehr, sehr eigensinnig. Finde ich. Fliegen da, wo sie Bock haben. Und nicht da, wo sie hin sollen. Und Laura haben wir auch nicht bekommen bisher, wa? Den Schild. Armor, naja. Bisschen Armor-Skillen haben wir auch noch nicht gemacht. Deutlicherweise werden gleich wieder die Dings kommen. Oh, Medusa, hi. Die Explosivviecher. Das ist halt nicht so schön. Apfel Kimono bis dahin noch 2000 Level. Aber es sieht jetzt nicht gut aus. Ich glaube, ich darf mich nicht an der Wand drücken. Wäre noch schneller, die Viecher. Okay, Armor ist jetzt gar nicht so doof, scheinbar, hä? Huh? Oh, so viel Schaden kriegen wir von denen nicht, ja? Huh? Weil wir denen machen wirklich nicht so viel Damage. Leitungen jetzt das Game wäre nicht so sinnvoll. Vielleicht kriegen wir doch noch den Feuer. Wobei ich weiß gar nicht, ob der. Doch, eigentlich müsste der Shot kein Add-on sein, sondern wirklich eine Waffe. Der Freeze-Shot.
Gefällt mir. Durch Armor können wir wirklich relativ wenig Schaden. Empty Tome, okay. So schlecht sieht der Run gar nicht aus. Wir werden zwar natürlich niemals das erreichen, was wir beim letzten Mal erreicht haben. Not possible. Nice, der Kiste. Wieder nur eins. Aber Gold. Geld ist wichtig. Ding! Was ist das? Muss ich ja schon haben. Verbessert nur das, was ich habe. Soul Eater. Evolve Garlic. Steals Hearts. Power Increase when recovering HP. Ah, weil wir das Ding haben, ne? Weil wir eine Kombination haben. Ihr seht jetzt, sauge ich Leben ab. Weil wir einmal Puma Dingensen haben, Puma Rolver und den Garlic gemaxt haben. Weiß nicht, warum ich jetzt so viel. Manchmal verstehe ich nicht, warum ich so viele XP kriege. Das ist ja manchmal unbekannt. Ne, ihr seht hier, ein Leben bekommen, wieder ein Leben. Mhm. Erstes Evolved-Item. Nice, 500 Gold. Perfekt. Ich hab's nicht ganz verstanden, warum ich das bekommen habe. Aber mir gefällt's. Ich würde gerne sowohl die Medusa als auch das Vieh da unten killen. Ist schon tot? Nee, da ist noch. Ach komm, haut doch ab hier. Ah, schön, wenigstens noch ein bisschen Gold mitbekommen. Perfekt. Fast 13.000 Gegner schon gekillt. Oh, nice, Birdie, perfekt. Komm, ein paar Level brauchen wir davon noch. Ich habe halt kein Dings, ne? Wahnsinn, keine Wings bekommen. Abartig. Echt, Alter, was für ein Arsch hier. Aurel viel zu spät. Aber ist okay. Ah, ich finde schön, dass wir was geworfen haben. Perfekt. Was wieder abgesaugt hier. Hat auf jeden Fall auch eine deutlich höhere Range, finde ich, wa? Und wir haben jetzt einen Armor schön gestackt. Gefällt mir. Guter Schutz. Schutz ist wichtig, ne? Immer auf den Schutz achten. Ah, ja, mal wieder unseren Gitarrist. Unsere Hexe. Level 47 sind wir. Hab ich nicht gedacht, dass der Run so gut wird. Wo ist er? Da. Weil der weggebounced wurde. Warum stirb? Ich bin eine Kiste. Na, links. Ja, so, perfekt. Lass die Crosses schön alles angreifen. Er muss ja tausende Lebenspunkte haben, holy shit.
Und da oben kommt ein Exploding Theme. Wir werden gleich sterben. Unser Fire Wand wurde noch ein bisschen verbessert. Aber hey, wir haben immer ein Achievement fertig. Man muss ein bisschen in der Nähe sein von denen, damit die anfangen zu explodieren. Muss man so ein bisschen kurz dahin laufen und dann wieder zurück. Oh, hi. Du wieder. Und diesmal ganz ohne Freeze Shot, ne? Crazy. Oh, oh, bin tot. Ne? Oh, krass, die wurden weggebounced. Und Laurel hat mich gesaved. Die werden echt dick weggebounced, ne? Holy shit. Mhm. Oder sind es die Crosses? Kann sein, dass es die Crosses auch sind. Die Crosses bounce so mega weg. Alter. Okay, die Crosses sind wirklich strong, aber halt nur für Hinterrücks, ne? Weil die einfach komplett durchgehen. Na, mal schauen, ob wir... wie weit wir kommen. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir jetzt weiterkommen würden als vorhin mit dem Freeze-Shot. Aber wer weiß. Das Cross ist halt wirklich mega strong. Zweiten Charge, wenn ich verkehrt, ne, für Laurel. Ah, ich wurde attacked. Warte, der ist einfach außerhalb der Map gewesen gerade. Hast du gesehen? jo. Ich darf ihn natürlich nicht außerhalb der Map kicken, weil ich gerne natürlich Kiste haben möchte. Sehr schön. Ein paar weniger von den Exploding-Viechern wäre ganz cool. Oh, kill die auch ihre Me- Au. Okay, die haben viel Schaden verursacht. Evolved the Garlic, 500 Geld kriegen wir dafür und das war's auch schon, ne? Wir haben nichts freigeschaltet, wir haben nur ein Achievement. Okay, das Cross macht, naja, 179.000 Schaden, aber jetzt nicht so viel. Aha, okay. So, wie hab ich den evolved, ganz ehrlich? Keine Ahnung. Und da ist Kron, ja. Evolved the Garlic. Ich vielleicht nochmal angucken, was ich dafür getan habe. So, aber dafür werden wir erstmal das Luck verbessern. Revival. Revives once with 50% health. Oh, wir können es einmal wiederbeleben lassen. Auch sehr nice. So, was ist denn noch gut? Magnet. Movement Speed. Nehmen wir das mit, wobei das, verdammt, hätte ich mal Refund, naja. Ah. Okay, Recovery können wir erstmal schenken, ist klar. Ich würde mich gerne noch die, neuen Helden holen. Wir können natürlich auch, wenn ich hier Refund mache, wir können bald das Ding kaufen, ne, nicht mehr lange. Aber wir wollen natürlich gerne was anderes noch haben. HP Recovery brauchen wir nicht, das ist Unsinn. Das behalten wir. Für Rune Tracer wäre das halt ganz cool. Garlic. Und der eine hat noch Knochen, der Typ, ne? Na, schauen wir erstmal. Würde ich sagen, noch einmal Armor. Armor ist schon super strong, aber habe ich dann kein Geld mehr. Scheiße. Mann. Okay, wir werden jetzt nichts mehr kaufen. Wir werden jetzt erstmal einen neuen Hero kaufen. Und zwar Porter. Fangen wir erstmal mit dem an. Plus 5% Move. Ach ne, warte. Plus 30% Area und minus 90% Cooldown. Er fängt mit Garlic an, weshalb er fängt mit Thundering an, ne? Dann lass uns schauen, was wir noch mit 580 Gold kaufen können. Wahrscheinlich nicht mehr viel. 10% mehr Coins pro Rang. Dann nehmen wir es mal mit, würde ich sagen. Cool, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann werden wir mit Porter spielen. Und dann gucken wir, wie weit wir damit kommen mit dem Thunder Ring. Finde ich schon ganz cool. Ja, bis dahin, meine Freunde. Das war es gewesen mit der 50-Minuten-Folge. Haut rein. Ciao, ciao.